Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Freimuth, ich muss zunächst einmal feststellen, mit Blick auf das, was Sie zur Zivilklausel gesagt haben, dass bei der FDP offensichtlich Ethik in der Forschungspolitik überhaupt keine Rolle spielt. Und dabei ist die Forschungsfreiheit, die im Grundgesetz ja verankert ist, kein Freibrief für unkritische Arbeit. Und es wird auch viel diskutiert an den Hochschulen. Denn hinter der Zivilklausel steckt doch ein Anliegen, dem man alle Sympathie entgegenbringen muss. Nämlich das Anliegen, dass man sich darüber bewusst werden und dass man sich klar machen sollte, dass Forschung eben relevant ist, dass Forschung auch risikobehaftet sein kann und dass Forschung sicher nicht einfach nur für Dinge eingesetzt wird, die gesellschaftlich erwünscht ist. Darüber gibt es eine Debatte an den Hochschulen. Und die Sensibilisierung in dieser Frage, was man mit Forschungsergebnissen machen kann, auch die Notwendigkeit, dass sich Forscherinnen und Forscher damit auseinandersetzen, auch dass eine Hochschule darüber diskutiert und eine Gesellschaft in die Lage versetzt wird, zu entscheiden, wie sie damit umgehen möchte, alle diese Fragen sind hochlegitim und ich finde, es ist notwendig, sie zu stellen. Und wir haben deshalb im NRW-Hochschulgesetz diese Zivilklausel verankert, die auch keineswegs im Übrigen Verbotscharakter hat, wie Sie ja immer suggerieren. Niemand und schon gar nicht der Staat darf ja einem Wissenschaftler vorschreiben, woran er forschen darf und woran nicht. Aber es besteht doch ein Grundkonsens in Deutschland zu einer friedlichen Ausrichtung der Gesellschaft. Und dieses Ziel ist an vielen Stellen eben im Grundgesetz auch verankert. Und aus dieser Friedensfinalität des Grundgesetzes und auch dem herrschenden gesellschaftlichen Meinungsbild haben wir unsere Forderung nach einer allgemeinen Zivilklausel im Hochschulgesetz abgeleitet. Und in der Tat, es ist doch so, dass kurz nachdem das Hochschulgesetz verabschiedet worden ist, über 30 Hochschulen schon jetzt diese Klausel auch für sich selber im Hochschulgesetz in ihren Grundordnungen verankert haben. Und das ist ein Zeichen, dass sie das auch für richtig halten. Nur zu diesem Thema. Und wenn Sie wirklich seriös sich jetzt heute mit den Fakten auseinandersetzen wollten, dann hätten Sie vielleicht auch die aktuellen Zahlen einmal nehmen müssen. Dann würden Sie vielleicht auch konstatieren, dass Nordrhein-Westfalen tatsächlich eine der führenden Wissenschaftsregionen in Europa ist, profiliert durch Spitzenleistungen in der Forschung und gleichzeitig, das ist jetzt vielfach gesagt worden, Studienort für mehr als eine 3/4 Million Studierende. Das sind so viel zusammen, wie Bayern und Baden-Württemberg zusammengerechnet haben. Und wir sind überzeugt, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass auch die immensen Investitionen, die wir in den vergangenen Jahren, das kann man wirklich sagen, in Bildung und Forschung getätigt haben, die Grundlage bilden für eine erfolgreiche und für eine nachhaltige Entwicklung des Landes. Im Wissenschaftsetat 2017 sind Forschungs- und Innovationsförderung mit über 703 Millionen Euro veranschlagt. Und die Grundfinanzierung der Hochschulen beträgt noch einmal knapp 3,6 Milliarden Euro zusätzlich. Ein wesentlicher Teil der Forschungsausgaben fließt ja direkt in die Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Und daneben haben wir Programme aufgelegt, die eine Kooperation auch mit Unternehmen ermöglichen. Und hier wird vor allem gezielt auf Innovationen im Bereich der großen gesellschaftlichen Herausforderungen und natürlich den Bereich der nordrhein-westfälischen Leitmärkte gesetzt. Thematisch fokussieren wir dabei auf die Stärken von Nordrhein-Westfalen und auf Innovation im besten Sinne in den Bereichen neue Werkstoffe, Energie- und Umweltwirtschaft, Anlagen- und Maschinenbau, Mobilität und Logistik, Medien- und Kreativwirtschaft, Digitalisierung sowie Gesundheit und Lebenswissenschaften. Und bei der programmorientierten Forschung, quasi die dritte Säule neben Grundlagenforschung und angewandter Forschung, greifen wissenschaftspolitische Initiativen und aber auch die laufenden Forschungsaktivitäten der Hochschulen ineinander. Natürlich können die selber forschen und werden in ihrer Freiheit nicht eingeschränkt. Vielfach sind die nordrhein-westfälischen Hochschulen selbst Impulsgeber der umsetzungs- und problemlösungsorientierten Forschung, eben genau auf diesen Feldern der neuen Technologien und der großen gesellschaftlichen Herausforderungen. Und der Vorwurf einer vermeintlichen Einschränkung von Technologieoffenheit bzw. staatlicher Regulierung von Wissenschaft und Forschung, den Sie ja immer wieder gerne bemühen oder anprangern, liebe Kolleginnen und Kollegen, läuft damit eindeutig ins Leere. Grundlagenforschung, anwendungsorientierte Forschung und programmorientierte Forschung stehen nicht in Konkurrenz zueinander.
Und Sie haben ja auch das Thema Forschung und Entwicklung angesprochen, Herr Berger und Frau Freimuth. Die Diskussion um die vermeintliche rote Laterne NRWs in Sachen Forschung und Entwicklung ist ja keine neue Diskussion. Die wird ja jedes Jahr wieder aufs Neue geführt, aber sie wird dadurch nicht richtiger. Das Gesamtbild ist einfach differenzierter und zeigt bei Lichte betrachtet, NRW steht bei den staatlichen Ausgaben für F&E gut da. Nur die unterdurchschnittlichen Ausgaben der Wirtschaft verhageln die Statistik. In keinem anderen Bundesland sind die staatlichen Investitionen in F&E in absoluten Zahlen höher als in Nordrhein-Westfalen. Und in NRW tragen Land und Hochschulen 43% der Ausgaben für Forschung und Entwicklung. Und in den meisten anderen Flächenstaaten sind die öffentlichen F&E-Investitionen deutlich geringer. In Bayern ist das 22%, also die Hälfte, Baden-Württemberg 19%, Hessen 23% und Niedersachsen 31%. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Zukunft Nordrhein-Westfalens liegt in der Ressource Wissen. Nur über die fortwährende Entwicklung von Innovationen werden Produkte und Dienstleistungen aus NRW auf den nationalen und internationalen Märkten bestehen. Und aus unserer Sicht muss dabei der Fokus vor allem auf einer auf Nachhaltigkeit basierenden Wirtschaft liegen. Forschung und Entwicklung haben in diesem Prozess eine Schlüsselfunktion. Wir fördern deshalb die Zusammenarbeit und den Technologie- und Wissenstransfer zwischen Unternehmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Anspruch unserer Innovationspolitik ist es, Wertschöpfung und Nachhaltigkeit miteinander zu verknüpfen. Neben der Sicherung von Arbeitsplätzen müssen auch mittelbare Effekte wie die Auswirkungen auf Klima und Umwelt und auch gesellschaftliche Folgen für Teilhabe und Gerechtigkeit eine Rolle spielen. Nachhaltige Wissenschaft bedeutet nicht einfach eine ökologischere Ausrichtung in Forschung und Lehre. Es bedeutet stets, das Ökonomische mit dem Sozialen und dem Ökologischen zusammenzudenken, langfristig zu denken und transdisziplinär zu forschen. Und deshalb ist es richtig, Forschungsprogramme wie Fortschritt NRW aufzulegen und die Entwicklung von Lösungen auf den Feldern der großen gesellschaftlichen Herausforderungen auch finanziell zu unterstützen. Zu diesen Herausforderungen zählen etwa der Klimawandel, die Gewährleistung einer sicheren, umweltfreundlichen und effizienten sowie bezahlbaren Energieversorgung, die Ermöglichung intelligenter, umweltfreundlicher und integrierter Mobilität, die Förderung von Gesundheit und Wohlergehen im demografischen Wandel, der Umgang mit Migrationsphänomenen sowie die Sorge für sozialen Zusammenhalt, Teilhabe und Sicherheit im gesellschaftlichen Wandel. Eine alle Lebensbereiche überspannende Herausforderung ist in der Tat auch die Gestaltung der Digitalisierung. Und ich sage Ihnen, diese Forschungsfelder werden zukünftig eine noch wichtigere Rolle spielen, nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern auch im Bund und bei der EU-Förderung. Denn wir brauchen mehr transformatives Wissen, wir brauchen mehr Erfindergeist und Forschungsförderung für den sozialen und ökologischen Wandel. Und nur auf diese Weise werden wir NRW zum Pionierland für nachhaltige Innovationen weiterentwickeln. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Opposition, es wird Ihnen, glaube ich, heute nicht gelingen, unsere hervorragend aufgestellte Forschungs- und Wissenschaftslandschaft schlecht zu reden. Die nordrhein-westfälischen Hochschulen haben ihre Forschungsleistung kontinuierlich ausgebaut und sie belegen bundesweit eine Spitzenposition in der Forschung. Sehr erfolgreich hat NRW in der zweiten Programmphase der Exzellenzinitiative abgeschlossen, wir haben das schon gehört, mit 5 graduierten Schulen, 10 Exzellenzclustern und 2 Exzellenzuniversitäten in Köln und in Aachen. Im Zeitraum von 2011 bis 2013 entfielen 20% der Summe aller DFG-Bewilligungen für Hochschulen auf Nordrhein-Westfalen. Und Frau Freimuth, bei den Sonderforschungsbereichen waren es 23%. Wir liegen immer beim Königsteiner Schlüssel im Übrigen, oder wir liegen darüber. Das sollten Sie einfach mal zur Kenntnis nehmen. An der Projektförderung des BMBF für Hochschulen partizipierten die NRW-Hochschulen im Jahr 2014 mit 213 Millionen von rund 1 Milliarde Euro, also mit 21%. Beim Programm Forschung an Fachhochschulen des BMBF flossen von 2006 bis 2014 insgesamt 72 von 286 Millionen Euro Gesamtförderung nach Nordrhein-Westfalen. Das sind genau 25%. Und 12 der 51 Trägerinnen und Träger des Gottfried-Wilhelm-Preises
Leibniz-Preises der Jahre 2011 bis 2015 waren zum Zeitpunkt der Preisverleihung an nordrhein-westfälischen Hochschulen tätig. Das sind 24%. Insofern habe ich Ihre Zahlen eben überhaupt nicht verstanden und ich weiß auch nicht, auf welcher Grundlage Sie die sich da erarbeitet haben. Und ich komme auch noch mal auf das Personal zu sprechen. Es ist immerhin Königsteiner Schlüssel. Gleichzeitig sind 20% des an den Universitäten in Deutschland hauptberuflich tätigen wissenschaftlichen und künstlerischen Personals an Universitäten in Nordrhein-Westfalen beschäftigt. Und für die Fachhochschulen beträgt der entsprechende Wert 25%. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Forschungslandkarte der HAK, der Hochschulrektorenkonferenz, vermittelt einen Eindruck von der Dichte und Vielfalt der Forschungsschwerpunkte der nordrhein-westfälischen Hochschulen. Es gehört aber auch zum Selbstverständnis unserer Hochschullandschaft, Forschung in der gesamten Breite der Fächer zu betreiben. Dazu gehören auch die sogenannten kleinen Fächer, die wir im Rahmen der Landeshochschulentwicklung sichern. Und lassen Sie mich noch auf einen weiteren forschungspolitischen Erfolg hinweisen. Beim Spitzencluster-Wettbewerb des BMBF konnten sich zwei Cluster aus NRW behaupten. Das ist einmal intelligente technische Systeme OWL, bekannt unter der Abkürzung ITS-OWL, und das Effizienzcluster Logistik Ruhr. Die Landescluster bilden den Rahmen für die Kooperation von Unternehmen, Forschungseinrichtungen und öffentlicher Hand entlang von Wertschöpfungsketten in zukunftsträchtigen Branchen und Technologiefeldern. Meine sehr verehrten Damen und Herren, kein anderes Bundesland investiert so viel in Wissenschaft und Forschung wie Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen besitzt mit 39 außeruniversitären Forschungseinrichtungen 24,3% der insgesamt 160 Einrichtungen in Deutschland. 19,6% der Bundesmittel und 21,4% der Landesmittel entfallen auf NRW. Ich finde, das sind auch noch mal sehr interessante Zahlen. Nämlich das Land erhält für Einrichtungen und Programme der gemeinsamen Forschungsfinanzierung weniger Mittel von Bund und Ländern, als es selbst an Beiträgen leistet. Nordrhein-Westfalen finanziert also die Einrichtungen und Programme in anderen Ländern mit. Es hat einen sogenannten negativen Transfersaldo von sage und schreibe 92,2 Millionen Euro jährlich. Und das zeigt, wir hier in Nordrhein-Westfalen haben unsere Hausaufgaben gemacht. SPD und Grüne fördern nicht nur gute Lehrer- und Beschäftigungsbedingungen an den Hochschulen, wir sorgen auch für gute Forschungsbedingungen. CDU und FDP wollen die Forschungsförderung durch Fortschritt NRW und andere Förderprogramme wieder abschaffen, wie eben gesagt. Und da sage ich Ihnen, nicht mit uns. Gute Wissenschaft, die an den Lösungen für die drängenden Probleme, die Herausforderungen der Gesellschaft arbeitet. Eine Wissenschaft, die innovativ und transdisziplinär ist, die nachhaltig und langfristig denkt. Eine solche Wissenschaft ist unser Markenzeichen. Herzlichen Dank. Vielen Dank.